Hey ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Evi, und heute zeige ich euch, wie ihr Bubbles von den Powerpuff Girls malen könnt. Nehmt euch ein Blatt Papier und ein paar Stifte zur Hand und schon kann es losgehen. Ich beginne mit einem dünnen schwarzen Filzstift, ungefähr in der oberen Mitte des Blattes, und male dort als erstes ein Oval für den Kopf hin. Versucht, dieses möglichst gleichmäßig zu zeichnen. Direkt an der oberen Seite in der Mitte geht es jetzt weiter. Von dort aus male ich einmal einen Bogen zur linken Seite und anschließend einen Bogen zur rechten Seite. Diese können ruhig an der oberen Hälfte des Kopfes bleiben und sollten dann nach außen zeigen. Versucht, die beiden Bögen ungefähr auf gleicher Höhe enden zu lassen. Relativ weit oben von den Bögen, die die Haare darstellen sollen, beginne ich nun, die Augen zu zeichnen. Zeichnet hierfür einen großen Bogen bis zur äußeren Seite des Kopfes. Versucht, diesen möglichst rund zu zeichnen, aber malt nicht über den Rand hinaus. An die äußere Seite zeichne ich noch einen kleinen Bogen, damit die Augen etwas rundlicher aussehen. Auf der anderen Seite male ich nun auf die gleiche Weise ein zweites Auge. Zeichnet hier wieder den großen Bogen bis zum äußeren Rand des Kopfes und anschließend wieder einen kleinen Bogen nach oben. Relativ weit mittig in den Augen zeichne ich nun einen Bogen, der nach außen hin gewölbt ist. So, damit es so aussieht, als würde die Pupille an der Innenseite der Augen liegen. Beim anderen Auge machen wir das gleiche natürlich nochmal. Relativ weit mittig davon zeichne ich nun zwei etwas kleinere Kreise in die Augen hinein. Das wird die Lichtreflexion der Pupillen von Bubbles. Versucht, sie schön mittig zu zeichnen. Als nächstes vervollständigen wir die Haare von Bubbles. Zeichnet dafür von der oberen Seite des Kopfes eine Welle nach oben und nach außen. Von dem äußeren Ende aus zeichnet ihr einen kleinen Bogen bis zum Kopf zurück. So entsteht schon mal ein kleiner niedlicher Zopf. Den gleichen werden wir ihr noch auf die andere Seite des Kopfes zeichnen. Beginnt hier zunächst wieder mit der Welle nach außen. Und an die äußere Spitze davon wieder einen kleinen Bogen bis zum Kopf. In Bubbles Gesicht fehlt jetzt nur noch der schöne lachende Mund. Dies zeichnet ihr mittig unter die Augen mit einem länglichen Bogen. Jetzt geht es weiter mit dem Körper. Dafür zeichne ich von der unteren Seite des Kopfes aus erstmal eine gerade Linie nach unten. Direkt daneben zeichne ich eine weitere gerade Linie nach unten, die ungefähr auf gleicher Höhe endet wie die eben gezogene Linie. Das untere Ende schließe ich mit zwei Bögen miteinander ab. Das deutet schon mal die Füße von Bubbles an. Um diese noch etwas detaillierter darzustellen, ziehe ich direkt darüber erstmal eine gerade Linie. Die Mitte verstärke ich, indem ich noch einen kleinen Strich hinzufüge. Und an die obere Seite der Linie zeichne ich jetzt noch zwei kleine Bögen, um die Schuhe richtig anzudeuten. Im unteren Drittel dieser Form zeichne ich jetzt erstmal eine gerade Linie. Von dort aus suchen wir uns die Mitte und ziehen einen geraden Strich nach unten. So entstehen ganz einfach die Beine. In den oberen Teil ziehe ich jetzt noch zwei gerade Linien. Das wird dann zum schwarzen Streifen von Bubbles Kleid. Weiter geht es jetzt mit den Armen. Diese zeichne ich an die Stelle, wo sich Kopf und Körper treffen. Malt diesen länglich und das untere Ende einfach abgerundet. Einmal auf der linken und dann noch einmal auf der rechten Seite. Versucht, die Arme von der Länge her ungefähr gleich zu zeichnen. Und seid ihr jetzt auch schon so weit wie ich? Dann können wir das Bild jetzt ausmalen. Ihr könnt dafür die Stifte verwenden, die ihr bereits zu Hause habt. Wenn ihr jedoch die Stifte nehmen wollt, die ich in diesem Video verwende, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich werde das Video jetzt vorspulen, das heißt, das Ausmalen wird bei mir ganz schnell gehen. Ihr könnt am Ende davon auf Pause drücken und sehen, wie ich Bubbles von den Powerpuff Girls ausgemalt habe. Also, auf die Stifte, fertig, los!
So, und das war's auch schon. Bubbles von den Powerpuff Girls ist jetzt fertig ausgemalt und bereit für ein neues Abenteuer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal!